Boah, schön kalt. Tja, hallihallo meine Lieben. Neues Video aus dem Garten. Heute bin ich leider alleine da. Aber ich habe heute erst einmal jetzt bloß Sachen rausgebracht. Muss mich tierisch aufregen. Musste mich tierisch aufregen. Wächspaketen. Leute, das sind Geschichten. Da läuft ein eiskalten Buckel runter. Und hinterher sammelt sich in der Ritze das Schwitzwasser. GLS. Seit einer Woche tue ich um für meine Hochbeete und einen Maschendrahtzaun. In Zustellung. Nimmt das Paket wieder mit bis auf Neu-Ulm. Das Ganze 3-4 Mal. Gestern GLS angerufen. Sag ich, die sollen es doch unten im Paketshop direkt abgeben. Ja, notiert sie. Heute Schalter geschlossen. Er nimmt es wieder mit nach Ulm. Heute wieder angerufen. Nächsten Paketshop angegeben. Jetzt hoffe ich, dass ich das am Montag endlich bekomme. Hammer. Dann, ich habe ja gesagt, Solaranlage wird gemacht. Da habe ich jetzt einiges bestellt. Habe ich einen Solarregler, einen Smart von Wick, Smart Solarregler, hau mich tot, von Victron geordert. Was kam dieser Blue Connect? Hau mich tot. Also der einfache, wo man nicht mit dem Handy verbinden kann, wegen der Einstellung alles. Ich habe natürlich den guten bezahlt und den möchte ich auch haben. Gleich mal Nachricht geschrieben. Dann habe ich noch telefoniert. Der hat mich sogar zurückgerufen. Super nett. Heute komme ich von der Arbeit heim. War schon die Nachricht im Postfach mit der neuen Paketverfolgungsnummer. Schickt einen neuen raus. Alten soll ich halt zurückschicken. Ja. Jetzt das nächste Teil von Victron. Jetzt hoffe ich, dass da ein Smart-Ding drin ist und nicht wieder normaler, weil dann raste ich aus. Gut. Ein Smart-Batterie-Protect, also der lässt sich auch mit dem Handy einstellen. Na komm raus, du Feigling. Den habe ich schon mal. Sehr gut. Der dient dazu, dass die Batterie nicht tief entladen wird. Also bevor das passiert, schaltet das Ding dann einfach ab und trennt die komplette Batterie von den Verbrauchern. Ja, und dann haben wir natürlich, wie der Videotitel schon sagt, einen Haufen Holz vor der Hütte. Was ist damit gemeint? Bretter, Leute, Bretter. Nut- und Federbretter. Ich habe die ausgemessen gehabt, hingefahren, nachgeguckt, haben mir die ganzen Maße nicht gefallen, nicht gepasst. Irgendwie im eingebauten Zustand so ein Brett zu messen, ist absolut kacke. Dann bin ich letztens, wo ich auch Zeug rausgebracht habe, rausgefahren, habe schnell die äußeren Verschalungsbretter abgemacht, zeige ich euch nachher gleich. Und dann hier das kurze zum Messen abgeschraubt. Das kommt jetzt nachher gleich wieder an Ort und Stelle. Und ja, da drüben meine Bretter. Jawohl. Schauen wir sie an. Und danach komme ich dann zu der nächsten Geschichte, was wirklich haarsträubend ist. Seit fast 2 Wochen ärgere ich mich mit denen rum. So, jetzt gucken wir mal schnell. Tja, hier ein kompletter Stapel Bretter. Eigentlich hätte ich bloß 3 Stück gebraucht, aber die haben gesagt, die kann man bloß paketweise kaufen. Naja, vielleicht
Oh, ich mach mal die Kämme aus dem Stativ raus. Ist vielleicht sicherer. Ah, vielleicht, dass ich da oben dann was hinmache oder so, das weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle hier die Ecke habe ich schon mal abgeschraubt. Hier habe ich das Brett rausgenommen. Das kommt jetzt nachher gleich wieder rein und wird wieder verschraubt. Tja, Leute, und 1, 2, 3 Bretter werden definitiv ausgetauscht. Ob es noch mehr werden, glaube ich jetzt nicht einmal. Und dann haben wir eigentlich alles da, um die Hütte wieder schick zu machen. Jede Menge Zeug da. Von Holzwurmtot bis Holzfarbe, zwei Holzfarben verschiedene. Also es sollte ausreichen. Beleuchtungstechnik habe ich auch schon was geholt. Andere und. Lasst euch überraschen, das werden mit Sicherheit jetzt die nächste Zeit ein paar nette Videos werden. Sofern ich halt dazu komme, hier rauszufahren. Ich schaffe unter der Woche bis 3:45 und danach geht einfach nicht mehr viel. Aber jetzt einmal zu den anderen hier. Ich habe bei Amazon 3 Hochbeete bestellt. 3. Nicht 2, sondern 3. Dann kam Benachrichtigung, ist unterwegs. Hinterher hat sich herausgestellt, dass es 2 verschiedene Sendungsnummer waren. Also Sendungsnummer 1, Sendungsnummer 2. Ja, gut. Dann habe ich bemängelt, in jedem Paket ist bloß ein Hochbeet drin. 1 auf 1, 1 auf 1. 4 Ecken, 6 Bleche. Ihr 4 Ecken, 6 Bleche, also ein Hochbeet, 2 Hochbeet, 2 Pakete. Warum habe ich das jetzt hier so explizit noch gezeigt und erwähnt? Ganz einfach, ich werde diesen Videolink dieser tollen Firma zuschicken, die Minutenangabe geben und dann kann sich die KI das Video anschauen. Nicht künstliche Intelligenz, kümmerliche Intelligenz. Die erste Antwort war, dass die Pakete doch gekommen sind. Die zweite Antwort war, ich soll doch in die Pakete reingucken. Im einen sind 2 Hochbeete drin. Nein, es ist jeweils nur ein Hochbeet drin. Die nächste Antwort war, wenn die Pakete nicht gekommen sind, bla bla bla, dann an den Paketdienst wenden. Sie wenden sich jetzt an den Paketdienst und fragen da mal nach. Dann habe ich geschrieben, Leute, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr habt mir nur 2 Hochbeete geschickt. Bitte sendet mir das dritte Hochbeet zu. Wieder keine Reaktion. Dann, was kam danach? Da kam wieder so ein Kauderwelsch. Mittlerweile soll ich doch das Zeug zurückgeben. Es ist aber die Gefahr, dass ich nicht die volle Summe zurückkriege. Ey, geht's noch? Ich will mein drittes Hochbeet haben. Ey, das ist echt eine KI dahinter. Das ist Wahnsinn. Leute, ich ärgere mich darum, das glaubt ihr gar nicht. Und warum will ich eben jetzt schon die 3 Hochbeete? Ganz einfach. Wir haben da hinten riesen Sauhäufen, ich sag's mal Sauhäufen, noch vom Vorpächter. Und in so einem Hochbeet unten kann man ja so ein Zeug dann neu füllen. Und deswegen will ich die Hochbeete gleich füllen, zur Hälfte füllen, 3/4 füllen. Pferdemist haben wir hier auch in der Nähe, kann ich auch holen jederzeit. Nur zur Info, ich weiß, da soll man nicht zu viel neu tun. Und ja, dass das Zeug weniger wird, dass ich dann auch weniger wegbringen muss. Naja, Fakt ist, ich will mein drittes Hochbeet haben, verdammt nochmal. Amazon eingeschaltet mittlerweile und naja, jetzt gucken wir mal. Wenn alles glatt geht, kriege ich morgen sogar mal den richtigen Solarregler
Und dann geht es hier mal richtig rund. So, ich rauche jetzt noch gemütlich eine. Und dann glaube ich, werde ich die anderen Bretter da an der Seite wegschrauben und anfangen zum Zerreißen und Zerrupfen. Ja, dass hier in dem Video mal ein bisschen was vorwärts geht und nicht bloß Gejammer und Gemauler ist. Der andere Plan besagt heute noch alles Altpapier auf dem Hänger, Kartons, Kartonagen, da habe ich drin jede Menge, dass ich das wegfahren kann, Banane noch gießen und das war's dann. Also viel, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ich trinke jetzt in Ruhe mein Cola und nachher sehen wir uns wieder, wenn was geschafft wird. Ja, Grillerchen gibt es heute natürlich kein, weil ich alleine da bin. Hier wurden übrigens Edelstahlschrauben verwendet. Das ist einmal eine sehr positive Entwicklung, weil die kann ich nämlich alle wieder rausdrehen und weiterverwenden. Schraube jetzt noch das Zeug heute weg oder nicht? Ach, ich weiß es. Leute, was soll ich sagen? Der Anhänger war randvoll mit Pappschachteln. Also zusammengedrückt wäre es natürlich weniger geworden, aber Altpapier weggefahren, enger weggefahren und jetzt fahren wir gleich wieder nach Hause und dann gibt es halt doch noch ein Grillerchen. So Leute, wir machen heute eine, nein, Manu macht. Sag mal hallo. Hallo. Manu macht hier uns heute hier diese Hähnchengrill- und Ofenplatte. Einfach kurz auf direkter Hitze antoasten, indirekter Bereich. Und dazu erstmal so ein Kartoffelsalat und ich wieder meinen Gurkensalat. Ja, und während Manu hier zugange ist, kümmere ich mich hier drum, dass ich jetzt einmal gleich das Brett wegmache. Eventuell noch das Brett. Ja, da oben noch die zwei Spacks raus und ja, dann kann ich eigentlich von unten nach oben schon die Bretter rausschrauben. Haha, das muss auch weg. Er ist ein bisschen hochgedreht, die Schraube. Also kann man es auch machen. Ja, mit dem Schrott. Naja. Immer schön vorsichtig sein, es können eine Töte überraschend hinter Papier können. Überall sind vielleicht die komischen Löcher drin, wie Wechsel oder irgendwas, keine Ahnung. Käferchen. Ja, die Bretter lasse ich dich weglupfen, vielleicht kommt der Waschbär raus. Ja, genau. Waschbär.
Habe ich dir schon was gesagt, dass ich was gegen Ameisen im Haus habe? Ja. Haben wir Ameisen? Ja. Schwarze Ameisen, ja. Sieht nicht gut aus. Die kriegen wir los. Oh. Ja, weg damit, fertig. Wir haben ja genug Holz. Ja. Sechs Bretter, sieben sind es, was ich hier wegmache. So. Vier, sechs Bretter haben wir, ja. Stimmt. Oje, oje, oje. Tja, das sieht nicht gut aus. Dafür haben wir ja einen Holzwurm tot. Ja, und? Riesiges Loch. Tja. Naja, gut, der geht noch. Der Balken geht noch. Holz vom Tod fertig, aber ich denke, ich werde die Bretter nach oben auch noch wegschrauben. Dass ich den einmal von unten nach oben sauber einpinseln kann. Tja, genau so schaut es aus, Leute. Jetzt noch ein gutes Brett raussuchen, das Beste. Und den Rest, hey, den mache ich neu. Ja, und schwuppsdiwupp schmeißt Manu die Hähnchenteile alle schon kurz in direkte Hitze. Da werden sie ganz kurz angetoastet, einmal gewendet, nochmal angetoastet. Und dann tun wir sie im indirekten Bereich so weit gar ziehen. Genau, so wird es jetzt gemacht. Super, jetzt müssen wir auch noch Schleifpapier benutzen. Naja. Eine schöne Arbeit. Ja, schön ist es nicht. Aber ich werde es jetzt mal mit Holz vom Tod einschmieren. Und dann hoffen, dass der Balken noch ein paar Jahre hebt. Ja. Und fertig. Mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Genau. Jo. Die neuen Bretter werden natürlich gleich behandelt. Die kriegen bloß einen leichten Anstrich. Ein Brett kann ich noch verwenden von denen. Am Boden, ja, und der Rest, die restlichen sechs kommen unten neue hin. Fertig, Thema gegessen. So. Genau. So, da wollen wir jetzt mal nach dem Hühnchen gucken, wie weit es ist. Ja, sieht sehr schön aus. Ja, wir können auch bald essen. Und dann, ja, können wir dann das Verkosten machen. Schön sauber. Ja. Was? Nichts. Alles gut.
Ja, und auch die neuen Bretter kriegen gleich mal einen leichten Anstrich mit dem Holz vom Tod, dass die schon mal vorgeschützt sind. Und so sieht jetzt der Schandebalken aus. Also ab da wird es dann besser, da oben noch ein bisschen. Ich hoffe, dass das dann ausreicht. Den werde ich jetzt heute noch eintränken und morgen nochmal. Ja, und dann müssen wir, können wir eigentlich bloß hoffen, dass es was gebracht hat. Jo. Man wird sehen. Aber das Brett da, die Umrandung mache ich auch noch weg. Weil da machen wir entweder die alte wieder hin und hier noch das fehlende Ding hin. Oder wir bauen da gleich komplett neue. Das sehe ich aber dann, wenn es soweit ist. Also demnächst. So, Manu hat gesagt, es ist soweit fertig. Ja, schön mit leichten Röstaromen. Böse Zungen würden jetzt behaupten, das ist verbrannt. Ich würde sagen, das ist kross. Sieht gut aus. Verbrannt? Ich sage ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, es ist verbrannt. Nö. Nein, das sind Röstaromen. Eindeutig. Ja, Leute, dann ab auf den Teller und ab in den Hals. Und danach geht's mit der Streicherei weiter. So, dann die Leute. Es wird Abendbrot gegessen erstmal. Ja, wieso stehen die da auf dem Kopf auf dem Bild? So ist das Display sehr weit genug gedreht. Dann stelle ich die Kerne noch ein klitzeklein bisschen höher. Du bist gut, weißt du das? So, stehen wir. Na, jetzt stehen wir nochmal auf dem Kopf. Lass mich mal die Bank ein bisschen herrucken. Ups! Oh, jetzt. Jawohl. Kann man sich hinsetzen? Gut. Ja. Jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt habe ich fast keinen Hunger mehr. Ey. Ein bisschen was esse ich auf alle. Bisschen was essen, genau. Der Rest wird wieder mitgenommen. Oh. Ich mische mir hier wieder meine Salate. Richtig. Ja, da haben wir für morgen auch noch was. Morgen wird es hier auf alle Fälle wieder gegrillt. Mit der Holzspielerei schön weitergehen. Und vielleicht sehen wir ja beim Schleifen dann auch kleinere Hände. Richtig. Irgendwie freue ich mich ja schon. Ui, ist richtig gut. Geschmacklich. Ich muss mich jetzt langsam ans Essen rantasten heute. Sehr gut durch. Ja. Gut geschätzt, dass ich. Voll Teufel ist das gut. Ja. Ja, Leute. Also, ich finde das Hähnchen gut. Schön durch. Ja. Perfekt. Schön krustig. Ach, schnelles Essen. Ja. Für die schnelle Arbeit. Knochenteller. Schöne kalte Cola dabei. Und es kann keiner behaupten, wir würden uns nicht bemühen, hier draußen Videos zu machen. Es kann keiner behaupten, wir würden uns hier draußen nicht bemühen, Videos zu machen. Das stimmt. Aber wie gesagt, unter der Woche, ja, ist es halt ziemlich knapp mit der Zeit. Und wenn Alina dann auch wieder in die Schule muss, Leute, dann ist eh vorbei, wenn wir relativ früh Feierabend machen daheim. Naja, gut. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Weißt du, wie es weitergeht? Morgen? Nee, überhaupt. Schleifen und pinseln. Ja. Wollt nicht irgendjemand zu Besuch kommen? Seit unser Wochenendprogramm. Mhm.
Und ich befürchte fast, es wird nächste Woche, unter der Woche abends auch mein Programm sein. Wenn ich irgendwie noch Zeit dazu finde. Wir haben jetzt eigentlich alles da, was wir benötigen. Ja. Ja. Und genau deswegen habe ich ja jetzt so richtig schön losgelegt und die Bretter alle weggerissen. Aber hey, jetzt lass uns mal in Ruhe essen. So Leute, ich habe das hier jetzt noch schön dick einbalsamiert. Man sieht davon nicht mehr viel. Gut, da unten ist noch ein bisschen feucht, da habe ich ja richtig getränkt. Hier die Bretter alle, auch die neuen, habe ich die Rückseite einmal leicht eingepinselt, das reicht. Das ist ja bloß Vorsorge. Die Bretterle habe ich auch bloß leicht eingepinselt. Das an der Stelle ein bisschen mehr. Und das lasse ich jetzt trocknen bis morgen. Ja, und dann kann ich im Prinzip morgen die Bretter schon soweit zurecht machen und gleich hinbauen. Ja. Nachdem ich den Eckbalken nochmal einbalsamiert habe. Tja. Genau so ist es. Da haben wir jetzt noch die Reste vom Essen zum Mitnehmen. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Definitiv. Oder Spatzel, hast du noch was? Nö. Dann schlürfen wir hier noch einen kleinen Schluck irgendwas. Alkoholfrei. Und dann fahren wir nach Hause. Leute, Tschaikowski, bis morgen. Tschüss. Immer die Handyspieler.